Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des Eishöhlen-Adventure-Let's-Plays. Das Grusel-Adventure-Let's Na, ich Plays. wollte es diesmal nicht schon wieder klauen. Ich habe gedacht, jetzt bist du mal ein bisschen. Ich glaube, jetzt kannst du auch einen Glowstick wieder anmachen hier, obwohl es eigentlich auch Ja, hell also ich genug. finde, das ist eigentlich ganz gut hell. Und ich hätte gedacht, wir sind schon ultra weit unter der Erde, aber offensichtlich ist hier gleich Licht. Erstmal Und speichern. steh mal auf. Mal Du speichern. kriechst immer noch. Ich weiß. If I never see another of these things, I don't know, I don't like them, but at the same time, I know that I'm leaving a part of myself behind each time I got near them. Can I just leave it here? Das weiß ich doch nicht. Du stellst hier rhetorische Fragen, es ist doch niemand da, der mit dir redet. So, das Problem ist, dass wir höchstwahrscheinlich auf dem Eis einbrechen werden. Wer nuschelt denn hier die ganze Was ist Zeit? das Artefakt? Ah, vielleicht müssen wir irgendwie dieses Ding hier zerstören, dass wir da quasi. Da hat er gesagt, wir müssen unsere Fläche verteilen. Ist ja soweit ganz physikalisch nachvollziehbar. Klappt doch mal von innen gegen Was ist, was? dass wir irgendwie so ein paar Bretter rausschlagen oder so? Na, so hatte ich mir das gedacht. Dass wir uns dann. So eine Ich Art Brücke weiß, oder was wie es bauen? geht. Ich weiß, wie es geht. Das kennen wir doch schon aus Half-Life 2. Ah, immer eins drauf. Das andere mitnehmen. Super. Achso, ich stehe doch drauf. Das Wumpel weiter. Okay. Na, einmal Soll ich mir frei. noch ein paar holen? Na, wie viel willst du noch nehmen? Fünf. Zwei reichen doch. Müssen wir eigentlich hin auf die andere Seite? Ja, Sieht schätze fast ich so mal, aus, ne? ja. Dort. Ja. Ist entweder auf die andere Seite oder so leicht rechts rum. So, und jetzt kommt noch mal der Wurm. Und du musst wegrennen, so. Das sieht schon so aus. Der soll da doch höher trinken, der Scheißwurm. Stimmt, ja, da wird er einbrechen. Wah! Oh. Wah! Falsch, 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 falsch. Super gemacht. Ja, und nu? Wir können auch einfach nochmal neu laden, ist das Eis wieder da. Ja, ist wahrscheinlich eine Idee. Das ist nicht so einfach, lieber Ja, Roboter. man muss bloß richtig hüpfen, ne? Ich hüpf dir leider. Ey. Na, hast du Ahnung? Das andere auch noch. Das hier. Nein, das andere Brett. Ach so, das hängt schon. Das Ding geht den auf den Sack, kann das Artefakt nicht mal die Fresse halten. Also du darfst ja echt keinen Schritt daneben machen, weil du sonst sofort ins Eis einbrichst. Was seltsam ist, weil. Was? Wahrscheinlich standst du so halb daneben oder so. Oh, eine dolle Wurst. Ja, der liebe Matze, da wird sich ja damit jetzt ein bisschen beschäftigen dürfen. Ich nehme jetzt nochmal zwei mit, so als Ausweichdinger. Die ich quasi einfach daneben lege. Hau ab, Brett. Lass mich Arzt, ich bin hier durch. Das muss. Na doch. Es wird hier alles mit Holz mitgenommen, was wir kriegen können. Vielleicht darfst du auch nicht so hüpfen. Ich hüpfe, wie ich lustig bin, Robert. Gut. Ich versuche erstmal auf dieses Ding da zu kommen. Du wirst ja noch ein paar Bretter brauchen. Ja, ich kann ja dann wieder eins von hinten nehmen. Bist du dir sicher? Naja, klar. Ich bin nicht doof, Robert. Vielleicht musst du ja auch einfach ein bisschen vorsichtiger drüber gehen über diese Bretter. Ich bin vorsichtig, Robert. Dein Rumgehüpfe. Na. Es verteilt sich doch alles. Ah, ich hör's. Es knarzt, aber es bricht nicht ein. Wer ist jetzt der Loser, hä? Hoppala. Ach ja, lieber Matze. Das ist noch ein weiter Weg. Niemand hat gesagt, dass es anstrengend, dass es einfach wird.
nu? Na, nu stehen wir hier erstmal. Wie viele sind denn hier reingebrochen, sag mal? Bist du sicher, dass wir da rüber müssen? Keine Ahnung. Das sieht nicht so aus, aber... Da auch, nee. Da hinten ist auch irgendwie tote Hose. Ein Fernglas wäre halt mal ganz geil. Mach mal erstmal zur anderen Seite rüber, wenn du es bis dorthin geschafft hast. Also meinst du jetzt dort? Ja. Na dann. Das Brett wird halt nicht liebevoll aufs Eis gelegt, es wird drauf geschwartet. Es ist halt schon seltsam, weißt du, wir sind hier in Grönland, in einem absolut eisigsten Ort der nördlichsten Hemisphäre wahrscheinlich. Und das Eis trägt nicht? Das ist eigentlich... Das ist natürlich schon ein bisschen... Totaler Mumpitz. Ah, vielleicht weil der Wurm hier immer so warme Pupse macht. Ach ja, alles klar, ne? Und dann kommt jetzt hier gleich mal so ein Blubberbläschen unterm Eis und dann weißt du, der Wurm, da war wieder auf dem Klo. Also, du hast Gedankengänge. Du hast es gerade so gesponnen. Ich ja. Von wem ging's denn aus? Von wem ging's denn aus? Das kann ich dafür, wenn du so eine blühende Fantasie hast. Mein lieber Freund. Natürlich. Kupferstecher. Nee, das ist schon klar, dass ich's bin. Ich halte da gern meinen Kopf für dich hin. Vielleicht musst du dann dort drüben auch einfach diese Steine aus diesem Loch dort rauspulen. Na, irgendwas scheint da ja noch zu liegen. Ja, da das steht einer. Da steht ein Slenderman. Das wäre der Hammer. Ach ja, Slendy. Sehen wir dich auch mal wieder. Das werde mich jetzt ein bisschen nerven. Ach, diesmal haben wir eine Hacke. Diesmal kriegt er voll aufs Fressbrett. Ja, das damit er. Huh! Wo wir es gerade erwähnt haben in Slenderman, ja. Er hört uns. Slenderman's watching. Ups. Also das eine Brett scheint irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Ich find's ganz lustig, dass sich die Bretter anhören wie Metallstangen. Das stimmt, ja. Das ist so Metall. Hörst du nicht? Ja, siehst klar. Du es nicht? Ja, nee. Ja, deswegen konntest du die nämlich um mit der Spitzhacke so leicht zerkloppen. Ach so. Jetzt mal ernsthaft, was ist denn das, was dort liegt? Das? Sieht aus wie eine kleine Figur oder sieht so? Sieht aus wie ein Arm aus dem Eis. Wir ziehen dran und dann kommt irgend so ein Vieh raus. Pass mal auf. Na, das werden wir gleich rausfinden, was das ist. Wir arbeiten uns immer weiter vor. Nur wer hart arbeitet, wird ans Ziel kommen. Eine Lebensweisheit von Konfuzius. Ja, guck mal, das sieht wirklich aus wie ein Arm. Ja, stimmt. Der hat doch was zum Brecheisen gesagt, ob wir das nehmen können. Ah. Da wird er bestimmt nichts dagegen haben, wenn wir den das aus der Hand nehmen, oder? Soll ich mal fragen? Ist es jetzt wirklich ein Arm, ob das der andere ist, der im Wasser ersoffen ist und währenddessen das Brecheisen in der Hand gehalten hat? Ja, weil ich ist er ja reingefallen, hat sich gerettet und gemerkt, boah, ich mocht aber ganz schön und hat gedacht, dann gehst du mal baden. So. This Gortix Glove is high-tech, modern stuff. I really hope there's not a body attached to it through. Jesus, what a way to go. Ja, das scheint erstmal nur ein Handschuh zu sein. Ist den jetzt raus? Müsst den vielleicht zerkloppen? Nee, du klopfst dir nur das Eis unter den Füßen weg. Das ist eine Hand. Nur? Ich will die Brechstange haben! Kannst du die nicht einfach rausnehmen? Wie rausnehmen? Achso, nee, da kommt ja kein Handsymbol. Bist du sicher? Ich zünd dir jetzt an. Schade. Der will nicht. Naja, glaube ich nicht sicher. Ich kann ja nochmal das Holzbrett ein bisschen zur Seite nehmen. Da kommt nichts. Huch. Leg erstmal vielleicht den Steg bis da drüber. Meinst du, dass ich notfalls schnell flüchten kann? Ja, irgendwie so. Vor uns hat es ja auch geklappt. Vielleicht muss ich das Eis hier zum Einbrechen bewegen. Das kann natürlich sein, aber irgendwie muss ja auch wieder rauskommen hier. Und das scheint mir kein Ausgang zu sein, oder? Could be a connecting stream during the summer, useless snow. Keine Ahnung. Achso. Matsu, du bist so weit gekommen. Jetzt trägt es Eis oder was? Nein! Hör doch auf! Du wirst wahrscheinlich dann außen rum gehen müssen. Och nö, komm schon, das darf nicht wahr sein.
Aber irgendwas müssen wir. Ich bin doch jetzt nicht hier rübergegangen, um die Hand zu sehen, oder? Nee, also wir brauchen ja auch irgendwie. Ah, ja, da. Du bleibst schön hier, mein Freund. Wir brauchen doch irgendwie die Brechstange. Schönes Nasseholz. Das kommt mir so ein bisschen vor wie eine. Nee, lass das eh ne Brett. Das kommt mir ein bisschen vor wie so ein bisschen eine Hommage an Half-Life 2. Ich lese dich tot! Na, fast. Also wir hätten den Punkt wieder hier draufkleben müssen. Ich tue jetzt einfach mal die Eis. Ich glaube, das Eis trägt ja bis zu einem gewissen Punkt. Weil hier ist es ja nicht zusammengebrochen, wo ich drauf bin. Also tue ich jetzt vielleicht erstmal. Vielleicht noch nicht. Vielleicht tue ich erstmal die Bretter in der Not, mein Gott. So, bis hierhin trägt's. Dann haut doch mal eine Stange Dynamit drauf. Was haben wir noch so mit? Vielleicht brauchen wir jetzt diesen Bolzenschneider und haben bis den jetzt haben noch wir nicht gebraucht. Doch, den haben wir gebraucht. Achso. Ja, klar, wir schneiden den Toten der Leiche, der Hand ab. Das ist immer gut. Wir sägen ihm die Hand ab. Heilige Boah. Scheiße, aber das scheint wirklich nur ein gefrorener Handschuh zu sein, oder? Ich hoff's einfach mal. Okay, wir haben auf jeden Fall haben wir jetzt wieder was, um irgendwas niederzuknüppeln. Naja, ich leg die mal jetzt auf die 2. Oder ist das. Ach nee, das ist bloß sowas schade. Scheiße. So, also ich denke, wir müssen den Weg wieder zurück, ehrlich gesagt. Was haben wir. Ach, weil damit wahrscheinlich wir die eine Tür auf. Natürlich. Ob ich da jetzt drüber sprinten kann, ich will es nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Nee, weil wir haben ja nicht gesichert. Nee, ich arbeite mich mal zu dem Stück hier vor. Ja, genau. Bis du dort bist, haben wir auch die Folge rumgekriegt. Naja, das war doch. Naja, gar nicht so schlecht. Das war Gewalt, Alter. War Gewalt. Aber mach das mal nur ordentlich hier. Das ist ja echt ekelhaft. So. Oh, ganz akkurat. Ja, aber was ich sagen wollte, ist: Das ist. Hast du Half-Life 2 gespielt? Nein. Schade. Da gab es auf alle Fälle so eine Stelle in. Da musstest du. Über einen Strand und, also ich hoffe, ich spoilere niemanden, wer bis jetzt immer noch nicht Half-Life gespielt hat, ist selber schuld. Wer jetzt nicht gespoilert werden will zu Half-Life 2, dass er jetzt bitte weghören. Richtig. Da gibt es so eine Stelle am Strand und da kommen immer solche Viecher aus dem Sand hoch. Ah. Und damit du die, also die reagieren irgendwie auf die Bewegungen, die du im Sand machst, und damit du die halt nicht aufschreckst, musst du immer irgendwelche Sachen vor dir hertragen und quasi nur, du kannst da quasi genauso bloß vorankommen. Ah, okay. Und das kommt mir so ein bisschen vor, als wollte man hier so ein bisschen Half-Life ehren, weil es kann ja kein Zufall sein, dass man dann gerade eine Brechstange bekommt, was ja Gordon Freemans Anfangswaffe ist. Na, eigentlich sein Aushängeschild fast schon. Ach so. Ist. Also kommt mir, ich glaube, das ist so ein bisschen, also entweder ist es Zufall oder aber. Oder es ist halt wirklich so ein Easter Egg. Was halt nur die Elite-Leute erkennen. Hier geblieben, ja, braves Brett. Aber ich muss sagen, im Laufe des Spiels Penumbra ist unsere Fähigkeit, die Rätsel zu erkennen und zu lösen, ganz schön gestiegen. Oder aber die Rätsel sind einfach leichter geworden. Ja, wir haben uns wahrscheinlich einfach an den Stil dran gewöhnt, denke ich mal. Das ist durchaus möglich. Also wenn ich am Anfang gedacht habe, ich glaube, wir würden jetzt schneller auf die Idee kommen, so eine Kiste in dieses Loch reinzuschieben, als ja, das, wahrscheinlich. Als das damals bei dem Generator meinst. Genau. Huch, bleib hier. Ist doch mein Brett. Ach ja. Ach, da schwimmt ein einsames Brett. Aber so richtig untergegangen ist es nicht, ja. Das schwebt eher so in der Luft. Na, das Bretter, also Holz schwimmt ja bekanntlich auch, Robert. Ja, aber auch das Eis. Na, Eis das sieht ja so aus, als würde es in der Luft schwimmen. Also die Wasseranimation ist nicht so. Ach so, gut, ja, naja, okay, das ist richtig. Das Spiel ist, muss man auch sagen, schon, ich glaube. Ein paar Jährchen alt, mittlerweile 6 Jahre alt, also. Wenn ich mich nicht irre, kam es 2007 raus. Wenn ich mich doch irre, dann dürft ihr mich da jetzt berichtigen. Du meinst natürlich mit berichtigen los, Flame. Richtig. Na, der ist festgefroren. Ja, da ist er weg. Ich war's nicht.
Die sind festgefroren. Ach nee, doch nicht. Hui. Tanz für mich, du Stück. Och, das war schön. Das hat mir Spaß gemacht. Das war der tollste Moment des Abends für mich. Na, kommst du her? Kommst du her? Put, put, put. Leck mich doch. Stehst du drauf? Na und? Es interessiert dich, wo ich drauf stehe. Du überlegst gerade echt, ob du einfach rüberrennen sollst, ha? Mhm. Oh, hast du ein Schwein gehabt. Jetzt müssen wir doch zurück. Leck mich! Na, das geht nicht mehr. Das kannst du voll vergessen. So, speichern. Gut, liebe Freunde, das war's für diese Folge. Ja. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Penumbra Overtüre. Bis dahin, habt einen schönen Abend und bis dann. Tschüss.